Moin moin und willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong 64. Beim letzten Mal haben wir, ach, ich weiß, was ich machen wollte. So ein Mist. Halt, stopp. Mit Lenke eine neue Biber-Butzemann-Aufgabe gefunden. Die habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das werde ich erst später machen, weil ich wollte jetzt hier nicht nochmal rausgehen. Mache ich dann, glaube ich, wenn wir diese Welt hier abgeschlossen haben, so weit wie es geht. Oder wenn jetzt 20 Minuten vorbei sind, mache ich es halt dementsprechend dann. Aber da ich nicht glaube, dass wir hier noch ewig rumgurken werden in Kamikaze Castle, werde ich dazu wohl dann irgendwas einblenden müssen. Mal sagen wir so, das wird dann sowieso eine Schneidefolge. Wenn man mir diese Aufgabe machen muss, dann kann ich auch gleich noch Chunkys Bananenmedaille im Aqua-Albtraum holen. Das kann ich schon noch machen. Wollte noch irgendwas machen. Aber mir fällt es gerade nicht ein, was. Lass mal Banane hier mitnehmen. Genau, DK. Freu dich deines Lebens. Zack. Und hier nochmal drauf geballert. Und eine weitere Tür öffnet sich, die uns wieder nach draußen gehen lässt. Ja, das Hasenrennen müssen wir irgendwann noch machen. Und wie gesagt, das wird die allerletzte Banane. Da werdet ihr wohl noch ein ganzes Stück warten müssen, bis ihr das zu sehen bekommt. Ja, die Klappe, Mann. So. Ui. Ich wechsle mal auf Diddy. Denn wir schauen nochmal fix. Der ist fertig. Der ist fertig. Der ist fertig. Da fehlt noch der Botmist mit den Claptraps. Und hier fehlt noch eine goldene Banane. Wie gesagt, ja, mit Diddy wird es sicherlich nicht ganz so einfach werden, alle Bananen zu finden. Weil, wie es schon zu erwarten war, Mitty wird irgendwo in der Luft eine zu finden sein. Vielleicht hängt da wieder so ein Spezialfass rum. Oder irgendwas anderes. Irgend so ein Mist. Komm. Schön, dass wir hier dann deswegen direkt das Fass haben. Jetzt schauen wir mal, ob wir da irgendwas finden. Erstmal nach oben. Aha. Seht ihr das? Genau das habe ich gemeint. Da sind auch gleich noch ein paar Bananen. Die möchte ich unbedingt haben, auch wenn wir sie nicht mehr brauchen. Weil die restlichen Kunst genügend Bananen gesammelt haben, um alles fertig zu bekommen. Ja. Und wir spielen Fliegende Fliegen. Ach Leute, das... Sie kramen hier wirklich nochmal jedes Minigame aus, das ich nicht mag. Die haben sie sicherlich so abgesprochen, ja, was mag der denn nicht? Dann machen wir das noch 10, 30 Mal rein. Am besten alles ins letzte Level. Das war vom Design ganz schön gemacht und übersichtlich, aber dafür kommen dann die mega Monsteraufgaben. Ja, 10 Fliegen ist jetzt nicht die Monsteraufgabe, wenn man das hinkriegt, hier am Anfang gleich alle zu schnappen. Aber da ich diesbezüglich schon wieder versagt habe, hier unten direkt abzufangen, Mann! Seht ihr das? Wenn ich da am Anfang direkt das Ding schnappe, muss ich nicht ewig rumdaddeln. Die Fliegen haben keine Zeit, sich einen neuen Ort zu suchen oder eine neue Flugroute. Das ganze Problem besteht gar nicht erst. Natürlich komme ich jetzt wieder in die Reihe rein, in der das machbar ist. Auf Fliege, halt die Klappe. Na komm, neuer Versuch. Ja, die Minigames sind eigentlich das Schwierigste am gesamten Spiel. Ich weiß nicht, ob das so geplant... Das war sicherlich so geplant. Block. 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 Seht ihr, da läuft einmal keine Musik. Schon funktioniert das.
Was hat die denn jetzt für eine komische Anfangsroute? Ey, das war getroffen. Naja, ich hab getroffen. Sag mal anrufen. Ach ja, gibt's ja nicht mehr. Wir wissen wieso, wegen solcher Spiele hier. Ja, die Musik will scheinbar gar nicht mehr einsetzen. Finde ich auch nicht schlecht. Die denkt sich, oh, ich mach mal Urlaub. Zack. Zack. Ja, und jetzt ist natürlich die Zeit auch schon wieder vorbei. Zack. Oder schaffen wir es noch? Nee. Mist! 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 Aber wir haben wieder Ton. Ja, ja, fliegende Fliegen, ja, schlage die Fliegen. Am besten so, dass sie dich nicht auslachen. Zack. 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 Der war knapp. Der war äußerst knapp. Ja, nicht. Und schon wieder Mist wieder los hier. Ja, wenn die Fliegen einmal die Gelegenheit bekommen zu fliehen, dann hat man ein armes Problem. Weil die dann wieder zu erwischen, das ist echt hart. Komm, eine noch. Ich habe 3 Sekunden für eine Fliege, das sollte doch wohl drin sein. Wunderbar. Jetzt sind wir besser als das tapfere Schneiderlein. Ich weiß zwar nicht mal, wie viele Fliegen er mit einmal erschlagen hat, aber wir haben 10. Und das ist sicherlich mehr als er hatte. Ne, 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 ne. Okay. Da wir gesagt haben, den letzte Banane für Lenky machen wir erst dann beim Anfang der nächsten Folge, sind wir sozusagen mit dem Level eigentlich durch. Was mir gerade so auffällt, Lenky hat mit die schwersten Bananen. Das ist einmal das Hasenrennen. Das ist wirklich totaler. Da werde ich dann auch mit Safe State spielen. Weil da 2 Runden miteinander gewinnen. Ich sehe schon, komm, man gewinnt eine. Dann sagt er, komm, noch eine Runde. Die verliert man und dann darf man die erste Runde, die so schon sauschwer ist, gleich nochmal gewinnen. Nee, nee, nee. Ohne mich. Da habe ich natürlich das Problem, dass ich nicht finde, wo es zum Boss geht. Hier geht's zum Boss. Und dann werden erstmal Bananen gespendet. Und ich glaube, das könnte heute ein ziemlich, ja, wie möchte ich sagen, problemreicher Part werden. Einfach aus dem Grund, wir hatten jetzt schon fliehende Fliegen. Was ja schon relativ nervig ist, aber der Boss, den kann ich überhaupt nicht. Das heißt, ihr werdet mich auf Game Over gehen sehen. Aber gut. Ihr werdet gleich sehen, warum, weil ich finde den Boss wirklich arg schwer. Es gibt Leute, die schaffen ihn auf den ersten Versuch. Keine Ahnung, wie die das machen. Kann auch sein, dass da mich dann nur meine Erinnerung täuscht. Dass ich damals einfach nur zu blöd war, um den Gegner zu begreifen. Aber ich habe ihn wirklich arg schwer in Erinnerung. Weil Sterben dort kein Problem ist. So, wir geben erstmal weiter Bananen ab, um das riesige Nilpferd zu füttern. Ja komm, werde dick und noch fetter. So. Und Junkie, von dir möchten wir auch die 100 Bananen sehen. Ja, also das Kamikaze-Kastell, das ging jetzt relativ flex von der Hand. Das hätte ich nicht erwartet. Ist eigentlich schon ein bisschen traurig, weil die Welt, die hat mir schon wieder richtig gut gefallen. Die hätte ich sogar ein bisschen länger gespielt. Aber es gibt halt nur 25 Bananen in jedem Level, ne? Geht halt leider nicht anders. So, und die letzten Bananen, um die gigantische Tür zu öffnen.
Jetzt stellt sich nur die Frage, wer ist der Boss? Wird es eine Nachmache vom Clown sein? Ein Gegner für Tiny? Oder jemand Neues? Tja, es ist ein Boss für Lanky. Komisch, ne? Bin ich schade derselben Meinung. Warum muss ich da mit Lanky rein? Sag mal so, ich weiß ja, wer der Boss ist. Oder was der Boss ist. Aber warum ich da mit Lanky rein muss, das ist mir gerade noch so ein bisschen ein Rätsel. Da habe ich ja gerade irgendwas durcheinander, aber ich glaube ja weniger. Nee, ich bin richtig. Gut. Keine Ahnung. Die Kremlins arbeiten Tag und Nacht. Und da ist er. Der Boss. Eine King K. Rool Pappattrappe, die wir mit der Kanone abschießen müssen. Und da kommt auch schon das große Problem an dem Ganzen, denn sollten wir einmal nicht treffen, fliegen wir über die Platte, also fliegen wir raus. Und der betreffende Kong ist hinüber. Und zwar vollständig. Ja. Ach, seht ihr. Ja. Wenn das nicht schnell genug passiert, dann ist Lanky direkt weg. Deswegen ist es so gnädig, machen die Entwickler dann doch. Naja, was heißt gnädig? Immer so, anders wäre es halt vollkommen anders gewesen. Wir können alle 5 Kongs nehmen. Das heißt, wenn ein Kong rausfliegt, dann ist einfach der nächste dran. Und darf auch selber nochmal versuchen, ihn zu treffen. Aber es macht die ganze Sache jetzt nicht wirklich einfacher. So, wir haben gesehen, der Arm ist abgefallen. Jetzt kommt er uns mit neuen Tricks daher. Schickt uns zum Beispiel hier ein paar Gegner aufs Feld. So, und wenn wir jetzt hier reingehen. Ach, klappt noch. Gut. Na, ich kann mich nur sehr gut daran erinnern, was dann gleich noch passieren wird. Also, wir werden nicht mit allen Kunden durchkommen, ne? Das sollte jedem klar sein. Sonst hätte ich jetzt nicht so angegeben, dass der uns nur am Verarschen ist. Okay, wir probieren's. Und zwar wieder richtig. Hey! Was habe ich denn damals gemacht? Ich bin hier ständig runtergefallen. Weil ich zu langsam war. Gut, in die sollte man nicht stehen, weil solange er schießt, ist das nicht sicher. Ob er denn auch lange genug da bleibt. Hier ist zu dunkel. Ja, okay, also hatte ich recht. Es gibt mittlerweile 2 Attrappen davon. Und die eine ist eine Fälschung. Die einzige Möglichkeit, da den Unterschied darin zu erkennen, ist, dass... Ah, jetzt geht's richtig los. Dass die Attrappe etwas dunkler ist als das Original. Ich glaube, jetzt haben sogar mehr Attrappen als vorher. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Hoppala. Ah ja, okay. Das war die Phase, die ich gemeint habe. Er taucht nur kurz auf, greift uns an und verschwindet wieder. Und da haben wir den ersten Kron versammelt. Mist, Mist, Mist. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie löst man das Problem am besten? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe den Boss nie geschafft. Ne? Ach so. Okay, ich kann mich einfach an die Kanone ranstellen. Und darauf warten, dass er bei dem Haha vorbeikommt. Ist der wirklich so einfach? Oder kommt dann noch irgendwas? Nein, nicht in die Kanone. Nicht in die Kanone, Tiny, bitte. Jawohl, Treffer Nummer 2. Ich glaube, wir müssen ihn nur noch einmal treffen. So, wenn wir das jetzt schaffen, ne, beim ersten Versuch, dann war meine ganze Kindheit für den Eimer. Wenn ich sowas hier nicht schaffe, ich meine...
Das ist ja nun wirklich nicht schwer gewesen. Ja, das war's schon. Oh Mann, oh Mann. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich gerade schäme. Und da liegt Kayrool zerschmettert am Boden. Die Kremlins wissen nicht mehr weiter. Und fliehen. Und wie aus Zauberhand erscheint der Schlüssel, den der Geist komischerweise nicht mitnimmt. Ist auch wieder die Spiellogik schlechthin. Der Geist könnte den Schlüssel einfach einpacken und gehen. Aber nö. Aber sterben könnte man noch. Aber es ist nicht das Ziel. Wir haben den Boss aus Welt Nummer 7 geschafft. Finde ich richtig cool. So. Und weil wir das jetzt schon geschafft haben, ich habe ja eigentlich erwartet, dass wir dafür länger brauchen, nehmen wir uns jetzt noch einmal Lanky und machen das, worauf keiner von uns Lust hat. Nämlich, wir spielen die restliche Folge Biber Butzemann. Jawohl! Ja, ihr werdet das dann so circa bis 21, 22 Minuten sehen, wenn wir es schaffen bis dahin. Das wäre cool. Und unrealistisch. Deswegen werde ich dann diese Banane auch wieder offscreen einsammeln. Der Rest vom Level ist ja eh schon geschafft. Und ja. Aber schauen wir erstmal. Vielleicht stelle ich mich ja nicht allzu blöd an. Wobei, es hat ja nicht mal was mit dem Anstellen zu tun. Das ist ja teilweise einfach nur Schikane, was hier vonstatten geht. Aber schön, dass der heiße Luftzug noch da ist, dass wir den nicht nochmal aktivieren müssen. Wir gehen etwas entgegen und heben ab! I believe I can fly. Okay. Und da sind wir wieder. Ja, ja, welcome to Bonus Stage. Ich hasse dich. Kannst mit deiner Bonus Stage mal wieder fein nach Hause gehen. Ja, also so hier ist die Taktik, einfach die ganze Zeit im Kreis laufen und versuchen dann immer mal ein, zwei Biber mitzunehmen während der Runden. Aber funktioniert das auch nicht immer. Es ist teilweise richtig, ja, ja. Wenn die Biber zum Beispiel mitten im Lauf umdrehen, wer soll denn damit rechnen? Ey, 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 ey. Nee, das wird schon mal nichts. Und da das schon mal nichts wird, wird einfach ins Loch gesprungen. Neuer Versuch, ja bitte. Ja, und das habe ich beim vor ein paar Parts anderthalb Stunden lang gemacht. So nach diesem Schema. Versuchen, wenn es nicht klappt, abbrechen, neu anfangen, B drücken und den ganzen Spaß von vorne. Naja, es kann nach anderthalb Stunden wirklich deprimierend sein, wenn man dann wieder bei einem übrig ist und dann die Zeit abläuft. Was ich auch einmal hatte, der letzte war reingefallen, aber bei der letzten Sekunde und der hat nicht mal gezählt. Wisst ihr, wie deprimierend das ist? Oder hier solche Biber, die ganze Zeit an der Wand stehen, kriegt man da nicht weg? Was halt denn das? So, rein da hier. Ja, gut. Ja, das Schöne ist, wir schaffen es dann heute endlich mal einen 20-Minuten-Part draus zu machen. Weil ich werde dann einfach bei 20, 21 Minuten einfach sagen, so, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. So, zwei Biber mal anfangen. Scheint gut auszusehen. Das Problem ist nur, dass dieser Zufall, der gerade passiert ist, dass wir zwei auf einmal ins Loch bekommen haben, sich nicht durchgehend durchzieht durch das Minigame, sondern es ist und bleibt halt ein Zufall. Er hat ja schon den Sinn, die Biber, die drehen manchmal einfach random die Laufrichtung um. Und dann kann man die jeweiligen auch schon mal nicht mehr einbuxieren. Ah, oder hier diese Biber, die an der Wand langlaufen. Das ist so arschlos. So, rein mit dir. So, jetzt kann man wieder unten laufen, wenn neue Biber da sind. Auch ein nettes Problem, das ich des Öfteren mal hatte. Nämlich, dass keine Biber mehr da waren und die erst respawnen mussten. Und da die das auch an der Wand tun, naja.
Das Problem habe ich ja gerade schon einmal erläutert. Okay. Leute, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Kommentar da. Wenn nicht, dann lasst es einfach bleiben. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Bye, bye.